Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Experteninterview in unserem Format Wissen to go am Campus Weiterbildung. Für alle, die uns noch nicht kennen, mein Name ist Christiane Herbst. Ich bin Projektkoordinatorin und Netzwerkerin am Campus Weiterbildung der Hochschule Würzburg-Schweinfurt. Und meine liebe Kollegin, die Elli, ist die gute Seele vom Campus Sprache. Wir beide interviewen in regelmäßigen Abständen Expertinnen und Experten zu aktuellen Themen und Fragestellungen. Und unser heutiger Gast ist Tobias Greising, Diplom-Designer, Design-Thinking und Visual-Thinking-Experte und für Letzteres tatsächlich auch mit einem Workshop-Angebot bei uns am Campus Weiterbildung. Herzlich willkommen, lieber Tobias. Es ist uns eine besondere Freude, dass du heute unser Gast bist. Ich freue mich auch. Auch von meiner Seite natürlich ein herzliches Willkommen, lieber Tobias. Bevor du uns ein wenig mehr über das Denken mit dem Stift, also Visual Thinking, erzählst, möchten wir unseren Zuschauern und Zuschauerinnen die Möglichkeit geben, dich über drei spontane, persönliche Fragen in 3 Sekunden etwas besser kennenzulernen. Keine Angst, du musst jetzt nicht irgendwie so eine Relativitätstheorie oder so erklären, sondern als erstes möchten wir von dir wissen, was ist deine liebste Beschäftigung am Tag? Zeichnen, reden und essen. Wo würdest du leben, wenn du frei wählen könntest? Auf dem Land. Irgendwo. Okay. Also am liebsten vielleicht in Italien, aber ich bin auch sehr, sehr glücklich da, wo ich bin. Okay. Was würdest du denn deinem jüngeren Ich sagen? Zu meinem? Ich habe es nicht verstanden. Deinem jüngeren Ich. Ja, im jüngeren Ich. Mhm. Was würdest du dem sagen? Sehr experimentierfreudig. Cool. Vielen Dank für deine ehrlichen Antworten und war auch wirklich sehr kurz gefasst. Ja, sehr spannend auch, was du sagen würdest. Ja, also einfach, ja, sei experimentierfreudig. Ich glaube, da sind die meisten eher so, mach doch mal. Ne? Die Antwort haben wir öfter bekommen. Ja. Stimmt, genau. Die bin ich immer, aber immer noch. Also genau, von da, einfach mal machen. Älteres geht auch noch so. Ja. Stimmt, ja. Mutig sein. Ja. 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 Jetzt zum eigentlichen Thema Visual Thinking, Denken mit dem Stift. Kannst du uns mal in 3 Sätzen kurz zusammenfassen, worum geht es da und wo ist vielleicht auch der Unterschied zu diesem anderen Wort Design Thinking, was ja irgendwie ein bisschen sich ähnlich anhört? Mhm. Da fange ich schon gleich an mit Design Thinking an, weil Design Thinking ist ein iterativer Prozess für Innovation oder Herausforderung. Und Visual Thinking ist tatsächlich ein Werkzeug daraus. Das heißt, es ist eigentlich nur ein Tool. Und wir als Design Thinking Experten legen immer darauf Wert, dass Sachen gezeichnet oder kommuniziert werden. Und da sind wir beim Hauptpunkt. Visual Thinking ist eigentlich nur eine Kommunikationsart. Und dazu nimmt man einen x-beliebigen Stift oder ein x-beliebiges Blatt oder irgendwas. Es kann digital, kann analog sein. Es geht aber eigentlich eher darum, dass man etwas verwendet, eine Symbolik, um jemand anderen etwas zu erklären. Okay. Das ist Visual Thinking. Ja, sehr spannend. Es geht um Kommunikation. Ja. Und was würdest du sagen, welche Herausforderungen so im Arbeitsalltag lassen sich besonders gut durch Visual Thinking lösen? Ja, Gespräche besser zu führen, das ist das eine. Sachverhalte kann man ganz schnell mal einfach klären. Da reichen einfache Symbolik, reicht ein Pfeil, reicht ein Männchen, weil man den anderen mitnimmt. Mhm. Man setzt ihn auf die gleiche Ebene. Okay. Also es geht im Grunde auch ein Stück weit mit darum, die Gedanken und Ideen auch zu visualisieren. Das Gesprochene auch schneller und einfacher auch bei dem Gegenüber zu verankern? Ja, und von dem anderen zu fordern. Das heißt, das ist ja auch die, das, was ich versuche, ist dem anderen jetzt nahe zu bringen, dass es egal ist, wie es ausschaut, aber dass er den Stift oder irgendwas in die Hand nimmt. Es kann auch am Strand der Sand sein. Ja? Einfach drauf ranmalen und einfach schon mal ein Symbol malen, weil dann kann ich besser seine Gedanken lesen oder einfach darüber sprechen. Damit lassen sich natürlich Missverständnisse in der Kommunikation auch leichter vermeiden. Ne? Das ist ganz,
Genau. Ganz also, gut, ja. Es geht um Missverständnisse, die man im Vorfeld letztendlich vielleicht ganz einfach ausräumen kann. Okay. Und gibt es da denn spezielle Techniken oder Werkzeuge, die man lernen sollte, um Visual Thinking auch nachhaltig anzuwenden? Und noch eine weitere wichtige Frage, was bestimmt auch vielen anderen noch so unter den Nägeln brennt. Muss ich denn dafür überhaupt zeichnen können? Ich meine, du bist Diplom-Designer, ne? Ich male mal für meine Kinder ein schönes Bild und die sind zufrieden. Malen nach Zahlen, ja. Ich glaube, also nee, man muss nicht zeichnen können, überhaupt nicht. Also genau das geht eigentlich darum. Ich glaube, das hat eigentlich damit zu tun, eigentlich, dass man sich nur traut. Ja? Und einfach auch diese Scheu oder diesen Perfektionismus, den man im Kopf hat, einfach mal wegzulassen. Also wir müssen, wenn wir einen Stift in die Hand nehmen, kein Picasso machen. Ja? Wir müssen nicht perfekt sein. Wir müssen einfach nur mal loslegen. Und dazu gehört eben auch Wischen. Ja? Also ich kann ja schnell durchradieren, wenn es nicht ist. Oder der andere kann es durchradieren. Man muss nichts können. Man bräuchte eventuell Werkzeuge, vielleicht, also Hände. Manche können das auch mit Füßen. Man braucht aber auch Augen und man braucht ein bisschen Verstand. Ja? Und ich glaube, das hat fast jeder. Ja, also im Prinzip kann es jeder lernen. Ja. Mit ein wenig Übung wird man da, ja, nicht zum Meister, muss man aber auch nicht werden, aber man kann es dadurch natürlich nochmal vertiefen. Genau. Jetzt sind ja viele von uns auch schon länger im Homeoffice, nutzen für die Meetings, die finden ja nicht in Präsenz statt, das heißt, wir haben kein Flipchart oder kein Board, ihr habt ja im Sinne auch diese Boards, die du überall hinpinnen kannst. Mhm. Es geht ja im Moment ganz schlecht, aber im Hinblick auf Homeoffice und Digitalisierung und darauf auch, dass das ja künftig auch ein Teil unseres Arbeitsalltags sein wird, wie kann ich denn sowas vielleicht auch digital oder online lösen? Gibt es da spezielle Tools, die du empfehlen kannst? Oder wie würdest du das lösen? Ja gut, es gibt zwei Unterschiede. Es gibt die Spontanität und dieses Vorbereiten. Ja? Also wir haben immer, wenn wir jetzt hier kommunizieren und reden über ein Haus, ja, dann reden wir über ein Haus. Ihr wisst aber noch nicht, welches Haus ich meine. Dann kann ich es euch ganz schnell zeigen. Ja? Mhm. Oh. Wenn wir das digital ablösen, dann brauchen wir Tools. Wir brauchen Werkzeuge, die müssen wir können. Das ist sehr niederschwellig. Ja. Ja? So, und da müssen wir uns unterscheiden. Das heißt also, kann jeder mit dem iPad arbeiten, kann das jeder hochladen und da gibt es genügend Plattformen. Es gibt Miro, Mural, Jamboard, alles mögliche, diese digitalen Whiteboards, wo man auch drauf zeichnen kann. Wunderbar, das ist genau das Gleiche. Es ist nur immer die Frage der schnellen Kommunikation und schnell abholen. Und selbst in Miro gibt es ja ganz tolle Symbolik hinten dran, die kann man einbinden, die kann man suchen, man kann Bilder einbinden, das ist auch Kommunikation. Ja? Mhm. Aber man muss immer unterscheiden eigentlich auch, wie schnell kriegt man mit einem anderen die Information und wie nachhaltig muss man mit jemandem dran arbeiten. Und da unterscheidet sich eigentlich die analog und digitale Art und Weise. Okay. Ja. Spannend. Ja, es ist tatsächlich, habe ich gemerkt, auf dem Miroboard mit der Maus zu zeichnen, das ist unmöglich. Das hat kein Mensch schön. Da kann man ganz wenig mit erkennen. Aber wenn man so einen Stift hat oder ein iPad, auf dem man dann zusätzlich malen kann, ist das super. Ansonsten ist vielleicht für so ein einfaches Meeting auch einfach, nehmt euch ein Blatt, nehmt euch einen Stift und zeigt in die Kamera. Da muss man nicht viel für können, da muss man nicht viel für haben. Das kann jeder bewältigen. Genau, oder das, was ich auch in den Kursen mache, ist einfach, man malt es irgendwo drauf, er hatte die App, Mural, ich fotografiere es ab und es lädt hoch. Ja? So. Also seid flexibel eigentlich in dem, was ist. Kann auch hinten sein, kann unten sein, es kann ein Kugelschreiber vielleicht nicht sein, weil das vom Kontrast her vielleicht nicht so gut ist. Und es reicht eigentlich eine Farbe meistens erstmal. Ja, man muss sich jetzt nicht mit Buntstiften ausstaffieren. Da gibt es ganz viele, ja, ganz viele. Die braucht man nicht. Man braucht einen Stift nur, ja, erstmal. Ja. Aber der Übertrag analog zu digital, der ist gegeben. Man muss nur wissen, wann man das für was verwendet.
Spannend. Das probieren wir auf jeden Fall in unserer nächsten Retro mal aus, denn wir haben tatsächlich aus den Freiwilligen bei uns im Team ein Campus Agility Team gegründet, wo wir so ein bisschen agile Arbeitsmethoden ausprobieren. Da werde ich dann Visual Thinking einfach mal mit reinnehmen. Vielleicht probieren wir einfach mal die ein oder andere Technik aus, wo wir tatsächlich dann beim Thema sind. Ich sehe jetzt ganz oft auf LinkedIn oder auf Xing immer so coole Zeichnungen zum Thema agile Arbeit, Working Out Loud, so richtig tolle Skribbelzeichnungen. Bin ich jetzt noch nicht so weit, dass ich das könnte, aber wenn jetzt mal jemand sagt, ich will in das Thema einsteigen, wie fängt man denn am besten überhaupt an? Ja gut, man fängt am besten an, indem man einfach die ersten Dinge einfach mal hinmalt. Einfach sich ausprobiert und auch mal verschiedene Techniken. Ja? Und wenn man dann zu den Erklärvideos kommt, dann muss man ja den Übertrag letztendlich auch in die Programme oder Vektorisierung alles mögliche kommen. Also das heißt, es ist ein kleiner Prozess. Man kann sich aber auch vorstellen, man kann ja mal so ein Daumenkino mal selber erstellen. Ja? Das Gleiche kann man auch machen mit solchen Zeichnungen, wegwischen, fotografieren, alles Mögliche reinsehen. Und dann sieht man, wie schnell das geht. Das kann man in jedem beliebigen Präsentationsprogramm machen. Das reicht schon. Ja? Ja. Wenn man es professioneller machen will, das heißt, man muss ja auch Zeitachsen beachten, man muss irgendwelche Symbolik reinbringen, man muss sprechen dazu, alles Mögliche. Das würde ich noch ein bisschen hinten rausschieben. Ja? Also von daher, ich würde erstmal anfangen. Man kann in Ball bewegen lassen, ganz einfach. Das sind die Stop-Motion-Elemente, ja. Das heißt, ich gehe hier drauf, mal den ersten Ball, ich fotografiere es ab, kommt der nächste Ball, ja, und so gehe ich weiter. Und das kann man selber eigentlich ganz schnell eigentlich ausprobieren. Mhm. Ich würde auch klein anfangen. Und jetzt ist es so, die Programme, die es dafür gibt, die muss man sich suchen und man muss sich wohlfühlen, ja. Mhm. Okay, also braucht man in der Regel eigentlich nur ein paar Basics. In erster Linie einen Stift. Ja. Und die grundlegenden Techniken kann man ja bei dir auch lernen, ne? Und genau. Der Rest ist auch üben, üben, üben und machen, machen, machen. Genau, also man kommt nicht umhin, das einfach öfters mal ausprobieren. Vor allem, es gibt einen Unterschied eigentlich, wenn man für sich das macht, dann hat man Zeit. Mhm. Es ist ein Unterschied, wenn man es zum Beispiel als Lehrer an der Tafel machen muss und spontan arbeiten muss oder in einem Prozess, und da sind wir bei der Design Thinking wieder, das heißt, ich brauche schnell ein Symbol im Kopf, ja, ich möchte es zeichnen, ja, da ist eine Hürde und da gehört ein bisschen, sagen wir so, Affinität zum Zeichnen, auch zu beobachten, das heißt, Symbole einfach wieder im Kopf, ja, Revue passieren lassen. Man hat sie schon gesehen in den Dropdown-Menüs von Word und PowerPoint. Da gibt es ja Symbolik, die kann man sich aus dem Kopf hängen. Eine Brille kann man ganz schnell mal malen, ein Männchen kann man ganz schnell mal. Die muss man sich praktisch wieder reinholen und dann muss es halt eben mal rüberkommen. Und diese Schwelle zu übertreten ist Üben. Üben und letztendlich auch mal verstehen, dass man eine Bibliothek aufbaut im Kopf, wo man sich das alles raus. Und das kann man lernen. Und das haben wir ja auch schon bei euch beim Bildungscampus gemacht. Genau. Kannst du da vielleicht abschließend noch so eine kleine Übung aus dem Workshop mal zeigen? Ja, da gibt es ganz einfache Elemente. Ich halte es mal rein. Also man kann theoretisch mit den einfachsten Elementen, mit dem Kreis, mit dem Dreieck, mit dem Quadrat, Punkt, Wellenlinien. Das sind die 5 Basics. Mit denen kann man schon relativ viel machen. Und zwar kann ich aus denen ja ein Haus machen, theoretisch. Ich nehme dieses Element und dieses Element und habe ein Haus. Wenn ich jetzt einen Baum mache, kann ich hier den Stamm nehmen und nehme das. So. Und ich kann wieder das verwenden als Türe. Ich kann es als Fenster verwenden. Das sind die 5 Basics. Und mehr brauche ich schon gar nicht. Ja? Ich kann auch ein Handy malen aus diesen 5 Basics. Das heißt, so wie du vorhin gesagt hast, malen nach Zahlen. Das ist malen nach Symbolen. Ja. Und wenn man die im Kopf hat, dann kann man die kombinieren und dann ist man relativ schnell eigentlich da dran, eigentlich auch jemanden mal
ich sage mal so, man kann auch einen Pool malen, man kann eine Brille malen. Ja? Man nimmt das hier, das hier, das kommt dazu und das hier und plötzlich hat man eine Brille. Also das ist, man kann sich immer auf diese Five Basics zurück orientieren und dann kann man schon starten. Ja. Und wir machen keine Kunst. Kommunikation. Ja, sehr cool. Also zusammengefasst sagen wir, wir brauchen Mut, wir müssen aufhören, uns selbst unter Druck zu setzen mit Perfektion. Wir brauchen einen Stift und ein Blatt Papier und dann müssen wir einfach mal uns frei machen von allem und kreativ sein und einfach ausprobieren. Und einfach trauen, jemandem es zu zeigen, auch wenn es nicht perfekt ist. Ja? Genau. Und dann haben wir immer noch die Möglichkeit, alles wegzuwischen und von vorne nochmal neu zu zeichnen. Genau. Und das ganz schnell. So ist es. Perfekt. Mhm. Sehr cool. Vielen lieben Dank, Tobias. Danke. Wenn ihr da draußen jetzt Lust bekommen habt, eure Botschaften durch Visualisierung zu stärken, nachhaltig in den Köpfen zu verankern, mutig zu sein, kreativ werden zu wollen, dann meldet euch doch einfach für unseren nächsten Workshop mit dem Tobias an. Am 2.7. habt ihr nämlich die nächste Möglichkeit dazu und mehr dazu findet ihr auf jeden Fall bei den Infos zu unseren Interviews. Ganz genau. Wenn ihr noch Fragen, Ergänzungen zum Thema habt, kommentiert einfach oder schreibt unter unserem YouTube-Channel, schreibt uns an. Wir freuen uns auf euch und bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank. Tschüss. Bis bald. Ah, sehr gut. Yay. Vielen Dank, Tobias.